Voila, ich dachte, ihr seid hungrig, also habe ich euch ein paar Gurken pro. Hey, wo sind die beiden doch schon wieder hin? Und jetzt kommen wir auch nicht mal rein. Boah, das ist echt gemein vom Professor. Oh, hallo Professor L, wohin denn so eilig? Keine Zeit, wir befinden uns gerade mitten in einer wichtigen Untersuchung. Falls du es nicht bemerkt hast, Kleiner, ich habe mit dem Professor gesprochen. Wir sind gerade auf einer heißen Spur. Verstanden, aber hätten Sie vielleicht trotzdem eine Sekunde für mich übrig? Haben Sie denn den Professor nicht gehört? Wir sind in Eile, gnädige Fräulein. Hör mal, Piepmatz, du denkst wohl, du bist der. Du. Hör mal, Piepmatz, du denkst wohl, du bist des Professors Stimme, aber falsch gedacht, klar? Haben Sie mich gerade etwa Piefmatz genannt? Na na, beruhige dich bitte, Luke. Wir haben Zeit, Sie anzuhören. Was kann ich für Sie tun, Rosalind? Och, ich wusste, Sie würden sich für mich einsetzen. Dieses Rätsel hier kann ich einfach nicht lösen. Würden Sie einem verzweifelten Mädchen wie mir behilflich sein? Ein Rätsel, sagen Sie? Ich glaube, dabei könnten wir Ihnen assistieren. Schauen wir mal. Ein Rätsel? Das hätten Sie auch gleich sagen können. Voll wahr. Der fehlende Block. Okay. Hinter dieser wunderlichen geformten Blöcken soll sich eine ebenso wunderbare Botschaft verbergen. Dazu muss man eine der Blöcke von A bis D an der mit dem Fragezeichen markierten Stelle einsetzen. Aber welchen? Oh. Layton. Mal sehen, ob das stimmt. Das Das hätten war wir. 30 Pikard wert, wow. Gut gelesen, die Antwort ist Block B, der wie ein 0 geformt ist, oder beziehungsweise ein O besser gesagt. Setzt man diesen ein und dreht die Blöcke entsprechend, ist im Handumdrehen der Schriftzug Leidens lesen. Wirklich ein wunderbares Wort, oder? Ich danke Ihnen so sehr, Professor. Wenn ich Sie in Aktion erlebe, schmelze ich dahin. Aber Rosalind, ich hoffe, Sie nächste Woche zu sehen. Viel Erfolg bei Ihrer Hausarbeit. Darauf können Sie Ihren Zylinder verwenden. Ich freue mich schon auf den Privatunterricht. Oh, aber beim nächsten Mal lassen Sie den Knirps besser zu Hause. Sein Gezeter würde mich nur von meinen Studien ablenken. Ich sollte ja nicht schlecht von Ihren Studenten sprechen, aber ich und Rosalind werden keine Freunde. Sehr wahr. Okay, auf nach Scotland Yard. Ich habe noch eine Frage zu der Mappe aus Ihrem Büro, Professor. Was für eine Explosion hatten Sie denn damals untersucht? Es passierte vor einigen Jahren. Du warst damals noch ein Baby. Während eines Experiments hatten zwei Wissenschaftler unabsichtlich eine Explosion verursacht. Das Physiklabor, in dem sie arbeiteten, sowie die ganze Umgebung wurden verwüstet. Das muss in den Medien ein Riesenthema gewesen sein, oder? Das sollte man meinen. Aber ganz im Gegenteil, obwohl viele der Tragödie zu Opfer fielen, war das Medienecho gering. Aber wieso denn das? Das ist etwas, das ich noch immer selbst herausfinden muss. Aber beantworte mir dies. Was fällt dir als erstes ein, wenn du von einer Explosion hörst? Die Detonation von Dr. Stolopins Zeitmaschine natürlich. Genau das war auch mein erster Gedanke. Ich habe den Verdacht, dass diese beiden Vorfälle etwas miteinander zu tun haben. Inwiefern? Nun, es ist nur eine Vermutung. Im Moment kann ich noch nichts Konkretes sagen. Wirklich merkwürdig. Oh, Professor, hier müssen wir aussteigen. Da wären wir, Scotland Yard.
Wir haben keine Zeit zu verlieren. Machen wir den Inspektor ausfindig. Der Big Ben ist seit geraumer Zeit das Wahrzeichen Londons. Hinweismünze, Hinweismünze. Und noch eine Hinweismünze, dann fehlt mir jetzt nur noch einer. Polizeiwachen flößen einem irgendwie Respekt ein. Die Straße ist ganz schön eng für die Busse. Ja, das ist wohl wahr. Nein, da war ich noch gar nicht. Ich wollte eigentlich die letzte Hinweismünze finden. Auch immer das gleiche. Dann gehen wir einfach rein. Obwohl, nein, ich will jetzt die dritte Hinweismünze finden. Hallo, Hinweismünze, 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 Hinweismünze. Hinweismünze? Nö. Na gut, dann hat eben nicht. Oh, Hinweismünze? Sicherheit steht auf dem Revier natürlich an erster Stelle. Ich hätte gedacht, dass hier mehr los ist. Mittagspause? Noch nicht mit dem reden. So, jetzt yes, können wir. Ich denke mal, hier sind keine Investments. Schupo aktuell. Welch eigentümliche Publikation. Willkommen bei Scotland Yard, dem Hauptquartier der Polizei Londons. Wie kann ich Ihnen zu Diensten sein? Wir möchten mit Inspektor Shelmy sprechen. Würden Sie ihm bitte mitteilen, dass wir hier sind? Unglücklicherweise ist der Inspektor momentan sehr beschäftigt. Darüber hinaus habe ich strikte Order erhalten, alle Besucher dieses Rätsel zu stellen. Okay, okay. 20 von 20 kann ja nicht allzu schwierig sein. Ein ominöser Ort, okay. In den letzten Jahren haben Kriminalität und Unfälle in diesen Großstadtvierteln deutlich zugenommen. Eine Studie zufolge gibt es einen Ort mit einem besonders hohen Jahresdurchschnitt an Verletzten und Todesfällen. Was ist das nur für ein ominöser Ort? Kreise seinen Namen unten ein. Eine Schuss vergibt es einen Ort mit einem besonders hohen Jahresdurchschnitt an Verletzten und Todesfällen. Das Krankenhaus. Da leiden ja die Verletzten ja, und die. Das sieht vielversprechend aus. So gefällt mir das. Ihr wisst schon. Gut mitgedacht. Es gibt sicher eine Menge gefährlicher Orte, aber im Krankenhaus findet man das ganze Jahr über Verletzte und Kranke. Das ist korrekt. Faszinierend. Faszinierende Arbeit, wie immer, Professor Layton. Oh, Sie kennen sich? Natürlich kenne ich den Professor. Wie könnte ein Rätselnarr wie ich nicht den Namen Layton kennen? Ich bin ein treuer Anhänger. Dann darf ich annehmen, dass Sie sich das Rätsel selbst ausgedacht haben, richtig? Da haben Sie mich auf frischer Tat ertappt. Ich durfte mir die Gelegenheit einfach nicht entgehen lassen. Der große Professor Layton löst mein Rätsel. Davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Ich lasse den Inspektor sofort wissen, dass sie kommen. Sein Büro ist geradewegs. Diese Treppe hinauf, im ersten Stock. Vielen Dank. Okay, aber jetzt möchte ich gerne nochmal ein Papagei-Rätsel spielen, also als Abwechslung. Grace, ja, finde ich auch. Okay, mal gucken. Okay, das ist doch mal... Okay, der springt dann hier. Der springt ja hier hoch. Mal gucken, ob das hier reicht. Abortiere den Apfel in 15 Sekunden. Okay, das ist doch machbar. Hui! So. Aber hatten wir das nicht schon? Muss doch mal was nachgucken. Nein, ist nicht immer das gleiche. Okay. Okay, dann springt er hier hin.
Ob das so reicht? Look. Wow. Okay, das war easy peasy. Und ich finde, das ist eine nette Spielerei für zwischendurch. Einfach weil das schnell vorbei ist. Irgendwie ist es hier aufgeräumter, als ich es erwartet hätte. Nicht das Fenster öffnen. Schau, was auf dem Tisch liegt. Ja. Menge an Papier. So, Hinweismünzen. Der gute Inspektor hat alle Handfälle zu lösen. Okay, dann. Auch der Inspektor ist manchmal ein wahrer Gentleman. Manchmal. Nichts beruhigt die strapazierten Nerven mehr als eine schöne Tasse Tee. Tee? Guten Tag, Wach. Ob ich es jemals lernen werde, flüssig vorzulesen? Ich glaube nicht. Der Zug ist abgefahren. Vielleicht sollte ich nicht so spät streamen. Vielleicht würde das dann besser funktionieren. Wer weiß. Vielleicht am Freitag um 17 Uhr. Wer weiß. Guten Tag, Wachtmeister. Auch Ihnen einen guten Tag, der Herr. Wir würden uns gerne mit dem Inspektor unterhalten, aber er scheint nicht hier zu sein. Ja, das scheint tatsächlich so. Mir wurde mitgeteilt, dass ich ihn in seinem Büro antreffen würde. Ja, er war hier, aber dann ist er aufgesprungen gegangen. Das geschah alles ganz plötzlich. Ich bin selbst ein wenig verwirrt über sein jähes Verschwinden. Barton, ich hoffe doch stark, dass Sie keine falsche Information über mich verbreiten. Ich sagte Ihnen doch, dass ich mich mit dem Kommissar treffen wollte. Ach ja, richtig, das sagten Sie, Inspektor. Benutzen Sie Ihre Löffel, Barton. Aus Ihnen wird nie was, wenn Sie nicht lernen, richtig zuzuhören. Guten Tag, Inspektor Shelby. Ah, entschuldigen Sie die mangelnde Begrüßung, Layton. Das ist ja eine Überraschung. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Verzeihen Sie den unerwarteten Überfall, Herr Inspektor. Mir kam zu Ohren, dass Sie die Ermittlungen zum Verschwinden des Premierministers leiten. In der Tat. Und da Sie es sind, will ich ehrlich sein. Bei diesem Fall tappe ich völlig im Dunkeln. Dutzenden von Augenzeugen, mich eingeschlossen und kein einziger furchtbarer Hinweis. Da Sie ohnehin schon hier sind, kann ich Sie gleich dazu befragen. Bitte nehmen Sie Platz. Ich wurde bereits am Tag des Vorfalls verhört, aber vielleicht bringt unser Gespräch etwas Neues ans Licht. Also, Sie waren bei der Explosion anwesend, korrekt? Das ist korrekt. Dann sind Sie wahrscheinlich meiner Meinung, dass niemand diesen Detonation überlebt haben kann. Weder dieser Quacksalber Stolypin, noch seine Angestellten, noch der Premier selbst, bedauerlicherweise. Trotzdem macht es mich stutzig, dass es keinerlei verwertbare Spuren gab. Was meinen Sie damit? Naja, wir haben den ganzen Tatort durchkämmt und nichts gefunden, was auf die Opfer schließen ließe. Keine Überreste, keine Kleidung, keine Schuhe, nicht einmal so etwas wie eine Uhr oder einen Ring. Alles, was wir vorfanden, waren 10 Tonnen Alteisen, die Überreste der Zeitmaschine. Jedoch keine Menschen. Es waren 8, Inspektor. Was? Haben Sie gerade etwas gesagt, Wachtmeister? Es waren 8, Inspektor. 8 Menschen sind verschwunden. Stimmt, laut den Berichten der Augenzeugen sind 8 Personen vom Unfallort verschwunden. Es waren Dr. Stolypin, eine Handvoll seiner Assistenten und sowie der Premierminister. Wie um alles in der Welt ist das möglich? Haben sie sich spurlos in Luft aufgelöst? Als wäre das ein verflixter Zaubertrick oder so. Keine Sorge, Inspektor. Soviel ich weiß, ist der Premierminister noch immer am Leben.
Aluk, sei ein guter Junge und misch dich nicht ein, in Ordnung? Hier unterhalten sich gerade Erwachsene. Wieso gehst du nicht eine Runde mit Bart im Flur spielen, wenn du dich langweilst? Herr Inspektor, ich versichere Ihnen, dass Sie Luke glauben können. Die Wahrscheinlichkeit, dass Bill Hawks lebt, ist tatsächlich sehr groß. Was? Spannen Sie mich nicht auf die Folter, ich verlange eine Erklärung. Bevor ich dies tue, möchte ich Sie zuerst um einen Gefallen bitten. Und worum handelt es sich dabei? Erinnern Sie sich an die Explosion am Institut für polydimensionale Forschung? Das war etwa vor 10 Jahren. Was haben Sie da gesagt? Ich verstehe das als ein Ja. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass ich alle Akten dazu einsehe. Sie sind doch gerade auf einer heißen Spur, Layton, oder? Was wissen Sie? Im Moment noch nichts Genaues. Trotzdem vermute ich, dass Ihr aktueller Fall in Verbindung mit jenem Ereignis steht. Ich würde Ihnen ja gerne helfen, wirklich, aber diese Unterlagen sind streng geheim. Nicht einmal ein hochgestellter Beamter wie ich kann so leicht darauf zugreifen. Verstehe. Ich habe gehofft, ein Mann Ihres Ranges hätte den nötigen Einfluss, uns die Akten zugänglich zu machen. Offenbar habe ich wohl zu viel erwartet. Tut mir leid, falls ich unmöglich das von ihm verlangt habe. Warten Sie einen kleinen Moment, Layton. Ich glaube, da lässt sich doch was machen. Surprise, surprise. Exzellent, ich wäre Ihnen zu tiefsten Dank verpflichtet. Eine Sache noch. Nichts im Leben ist umsonst. Auch nicht diese Unterlagen. Ich will alles erfahren, was Sie über meinen Fall und den Verbleib des Premierministers wissen. Natürlich, sobald ich einen Blick in die Akten habe und sich mein Verdacht bestätigt. Warten, als Sie sofort ins Archiv und finden Sie die Dokumente. Sollte irgendwer Fragen stellen, so antworten Sie, dass Sie in meinen Auftrag handeln. Schon unterwegs, Herr Inspektor. Die Akten sind Archivbestand und dürfen somit nur vor Ort eingesehen werden. Gehen Sie zuerst zurück in die Eingangshalle und dann runter in den Keller. Dort ist das Archiv. Ich weiß Ihren Einsatz sehr zu schätzen, Herr Inspektor. Danke. Hast du ein Rätsel? Nein, okay. Ich hab gedacht, der hätte eventuell ein Rätsel, aber na gut, dann gehen wir ins Archiv. Hast du vielleicht ein neues Rätsel für mich? Nein. Guten Tag mal wieder. Huch, meine Hände sind pechschwarz, hier ist alles zugestaubt. Hinweismünster. Da sieht man, wie viele Fälle unser Freund und Helfer täglich löst. Aber Luke, ein kleiner Gentleman spielt nicht auf Leitern. So, jetzt fehlt mir nur noch eine einzige Hinweismünze. Und da ist auch die Hinweismünze. Wow. Willkommen im Archiv. Ich habe alle Unterlagen über die Explosion zusammengetragen. Vielen Dank, Herr Wachmeister. Ihre Vorarbeit hat uns eine Menge Zeit gespart. Diese Dokumente sind ja vollkommen schimmelig und mit Staub bedeckt. Diese Akten sind streng geheim. Sie sind die ersten seit langer Zeit, die Sie in Händen halten. Verstehe. Ich helfe Ihnen, die Dokumente zu durchforsten. Wo soll ich anfangen? Ich schätze das Angebot sehr, aber ich komme hier alleine zurecht. Schließlich sind sie streng geheim. Aber natürlich, ich verstehe. Ich habe das Gefühl, der Inspektor schreit Sie ununterbrochen an. Strapaziert sie das nicht, ihre Nerven? Ach, halb so schlimm. Sicher schimpft er, aber nur, wenn er einen Grund dazu hat. Was da ziemlich oft der Fall ist. Oh. Ich mache einen Haufen Fehler und dementsprechend werde ich auch oft angeschrien. Seiner Meinung nach mangelt es mir an Einsichtsvermögen und Aufmerksamkeit. Was absolut nachvollziehbar ist. Wenn ich abgeleckt bin, sind Fehler meinerseits vorprogrammiert.
Kopf hoch, jeder macht Fehler. Ich sage Ihnen, ich selbst mache es ständig welche. Ich vermasse es auch manchmal ganz schön. Gerade neulich ist mir etwas Peinliches passiert. Warten packt ein. Okay, aber erstmal muss ich kurz mein Trinken nachschütten. Ein Glas ist nämlich leer. Es geht sofort weiter, aber ich möchte jetzt nicht wirklich den Stream wechseln mit. Ich bin gleich wieder da. Boah, ich bin ja eigentlich ja nicht weg. So, einmal kurz rein damit. Streamen mit Profis, immer vorbereitet. Ich was verschüttet? Nein. Lalalala, ich hoffe, niemand muss aufs Klo. Vielleicht hätte ich doch einen Screenwechsel machen sollen, das dann für YouTube rausschneiden soll. Naja. Weiter geht's. Hier parkt der Fachmann. Hilf Wachmeister Barton von unten in den Parkplatz mit dem Fähnchen einzufahren. Auf Felder mit einem X musst du in jedem Fall entweder links oder rechts abbiegen. Auf Feldern. Habe ich gerade Federn gelesen? Naja, egal. Auf Felder mit einem X musst du in jedem Fall entweder links oder rechts abbiegen. Auf Felder mit einem Kreis hingegen stets geradeaus fahren. Wetten auf der Stelle und Rückwärtsfahren sind tabu. Welchen Weg musst du nehmen, um dein Ziel zu erreichen? Zeichne eine Linie vom Bartenswagen bis zum Parkplatz. Okay. Schon mal hier an. Mal einfach mal nach rechts. So, dann links, dann geradeaus, geradeaus. Okay, das passt schon mal nicht. Links, geradeaus, rechts, geradeaus, rechts, geradeaus. Ah, ich muss da landen. Okay, dann. Geh mal so. Geradeaus, geradeaus, okay, das passt schon nicht. So, hier, geradeaus. Abbiegen, geradeaus, geradeaus, okay, das geht schon mal nicht. Das passt auch nicht. Das passt ja auch nicht, weil ich, da komme ich auch nicht weiter. Hey, ist das Rätsel überhaupt machbar? So, also hier kommen wir entweder rechts oder links. Hier gehen wir nach geradeaus. So, hier entweder rechts oder links. Geht nur noch. Ja, da geradeaus. So. Wieder links oder rechts. Dann einfach hier, dann hier, dann hier. Und dann geradeaus. Oder nach rechts. Und hier hört es auch schon wieder auf. So, dann biegen wir hier ab, dann biegen wir hier ab. Dann biegen wir hier ab, dann biegen wir hier ab, dann hier, dann hier. Dann biegen wir hier ab, dann biegen wir hier ab. Und dann landen wir da auch wieder dahin. Hm.
So macht es keinen Sinn. Also das muss schon mal so. So viel steht schon mal fest. Okay. Das lasse ich doch direkt mal so stehen. Naja. Okay, gehen erstmal hier links. So geradeaus, dann rechts. Geradeaus, dann links. Und rechts und dann nochmal. Geradeaus bis hier hin. Quatsch. Dass ich das eigentlich überkreuz, hm? Tatsache, boah. Dann biegen wir hier ab, dann biegen wir hier ab, dann geradeaus, dann biegen wir hier ab. Biegen wir hier ab, geradeaus. Das ist meine Antwort. Hätte ich gewusst, dass man sich übersteigen kann, wäre es alles schneller gegangen. Ah ja. Warten, sofort zu mir. Oh je. Da hat es der gute Wachtmeister einmal um den ganzen Parkplatz geschafft und auf den letzten Metern verließ ihn die Konzentration. Wäre er doch nur direkt hineingefahren, dann müsste er jetzt wohl nicht zur Strafe Stapelbeißer Akten sortieren.